Ja, da wären wir so langsam mal wieder. Ich hoffe, ich kann mir erlauben, anzufangen mit Reden, denn der Anfang ist ja gerne mal weg, wenn ich hier das VOD starte oder generell. Aber schaut gerne auf dem Igitz-Kanal vorbei, Link ist in der Beschreibung. Genau. Ich warte jetzt noch, bis das sich fängt. Ja, solche Probleme haben wir auf dem Igitz-Kanal nicht. Da gibt es immer eigentlich normale Aufnahmen und Folgen ohne diese OBS-Probleme, weil ich da OBS nicht nutze. Und dabei bleibe ich auch. Das regt mich nämlich hier absolut auf. So. Ich sammle mal die ganzen Geschenke ein. Wo sind denn der Rest? Hier drüben. Hier oben auch noch. Oh. Wie viele schon wieder? Das hier wird wohl übrigens noch nicht der letzte Stream von Snow Village, sondern erst der übernächste. Ich habe mich mehr oder weniger dazu entschieden, noch zwei Folgen zu machen. Vielleicht teile ich die sogar dann speziell auf in der Woche, wo sie kommen sollen. Muss ich mal gucken. Oder ich verlängere zum Beispiel den Uploadplan nochmal um eine Woche. Ich guck mal, ob das möglich wäre. Ich habe mir heute schon mal den Uploadplan angeguckt. Wenn ich da jetzt sage, Snow Village. Folge 13, 14, 15, 16. So, wäre hier 17. Na, das würde aber noch gehen. Dann mache ich einfach eine Woche später den neuen Uploadplan. Ab dem 6.5. dann erst. Obwohl das, was Top Attack angeht, scheiße ist. Ja, Alter, das ist ja ein Rotz. Ich bin gerade am Überlegen, wie ich das mache. Das ist echt nicht leicht. Ich hoffe, ich finde da eine Lösung. Denn das, das gefällt mir definitiv nicht. Aber gut, dass ich mal drüber nachdenke, da kann ich den Stream dafür nutzen nebenbei. Werde ich ja dann auch in der Folge irgendwie ansprechen müssen. Ah, generell finde ich es gut, dass ich es geschafft habe, hier mal wieder die Beschreibung anzupassen von den ganzen Videos. Werde ich dann auch in der Folge ansprechen. Genau, also Beschreibungen. Und Snow Village 6 bis
Anfang Mai. Ja, das sind die Themen. Oder die Stichworte, damit ich das nicht vergesse. So, dann werde ich mal so freundlich sein und mich hier oben drum kümmern. Weiterhin. Genau. Hatte ich ja eh schon angefangen. Und was wollte ich noch? Hier unten das bauen, ne? Na, ob ich dafür kreativ genug bin, weiß ich nicht. Treppe. Vielleicht mache ich auch doch schon die Abschlussfolge. Da hätte ich weniger Probleme mit den anderen Videos und so. Weil ehrlich gesagt, was soll ich hier im Projekt noch machen? Wenn mir noch was einfällt, dann kann ich ja immer noch hierher joinen. Da würde ich es dann so machen, dass ich eine kombinierte Folge mache. Ich wollte immer eine Snowwitch-Staffel machen, in der ich wieder auf alte Welten eingehe, aber ich glaube, das mache ich erst nächstes Jahr. Ja, das werde ich dieses Jahr nicht mehr. Alte SV-Welten zeigen. Als warte mal, was wollte ich da jetzt eingeben? Altes Norwich-Welten als Mischfolgen. Aber warum dies ja noch nicht? Ah ja, bei längerer Staffellaufzeit. So. Was wollte ich jetzt holen? Hab schon wieder vergessen, ey. Ja, Schwarzeiche war's. Stimmt, hier muss ja auch noch Wasser rein. Warum habe ich denn das noch nicht gemacht? Könnte ja eigentlich SV6 Fortsetzung in Tinymon. Das wäre auch noch eine Idee. So. Ach, kann man jetzt auch endlich, wenn man hier unten steht, die platzieren? Das ist ja mal angenehm. Ich glaube, das geht nicht mal in Vanilla bis heute, oder? Geht das? Ich glaube nicht, gell? Ich habe das nie so gemerkt. So, dann natürlich. Ach so. Nee, darüber hinaus nicht. Okay.
Ist ja auch interessant. Hä, schon wieder leer, ey. Das gibt's doch nicht. Hier wird's doch mal möglich sein, ein paar Treppen hinzusetzen, oder? Ich würde mir auch mal eigentlich gerne wieder ein paar alte Mini-Craft-Attack-Maps angucken. Ich weiß nicht, ob das mal wieder möglich wäre irgendwann. Zumindest in welchem Format. Vanilla-Projekt würde sich am besten eignen wohl. Vielleicht der Top Attack 4. Also im, na, obwohl Tiny CRL vielleicht auch. Muss ich mal gucken, wie sich das später entwickelt. Wenn ich da Bock drauf habe, mache ich das. Ah, Tiny CR wird ich halt erstmal nutzen, um mir die alten Tiny CR Staffeln anzugucken, wie Tiny CR 7 auch war. Oder die 8. Je nachdem. Die 6. hatte ich ja schon sehr zur Genüge analysiert. Ich mache übrigens mal Time at 6000. Okay, nochmal. Hä? Alter, das hat auch lang gedauert. Ich hoffe, jetzt wächst nicht gleich ein anderer Baum, wenn der abgebaut ist. Die Gefahr besteht natürlich dann. So. Okay. Ja, da bauen wir das ja auch mal ordentlich ab. Damit das nicht so komisch aussieht, das hier kommt weg. Ich weiß auch nicht. Was ist denn das hier? Das soll ja nicht so sein, ne? Aber dadurch, dass es Holzslabs sind, denkt man doch, dass es irgendwie so gehört. Naja. So, jetzt habe ich alles hoffentlich. Ja, da ist das doch ordentlich hier, ne? Das sieht gut aus. Ich guck noch mal von weitem. Ich meine, klar, die Inneneinrichtung, da kann man sich drüber streiten. Ich werde nochmal
hier den Schnee wegmachen. Das ist wohl das Sinnvollste dann. Werde ich auch mal gleich zu Blöcken machen. Aber Moment. Ach, hier ist ja eh noch Platz. Da muss nur erstmal ein bisschen was anderes rein. So. Hey, was ist denn hier eigentlich passiert? Ist das so gewollt? Ja, gut, das geht ja nicht anders bei den Abknickenden, ne? Bei den Ecken. Das muss man ja so machen. Machen wir erstmal hier. Ist aber auch schlimm gewesen mit dem Reinschneiden. Nur die Ecken hier unten haben sie auch nicht gesäubert, obwohl da schon längst eine Decke drüber war. Vielleicht war es ja doch Absicht, dass hier Schnee drin liegt. Damit es nicht so leer aussieht oder so. Ah, ich glaube nicht. Schade, dass man da nicht drauf kommt oder nicht so richtig dran. Da werde ich gleich im Creative lang fliegen. Ich habe keine Lust, mich jetzt hier rumzubauen. So, fertig. Noch was? Nee, ich glaube nicht. Gut, hier unten vielleicht noch. Ne, da haben sie aufgeräumt. Hätte mich jetzt auch gewundert. Das kenne ich nämlich anders nicht. Und hier? Das gibt's ja auch noch. Tja, moin. Ja, ich werde gleich den Stream pünktlich beenden. Bei Infinity habe ich aber wieder ein bisschen überzogen. Aber hier nicht. Das will ich dann doch nicht. Snowpath. Ist ja auch interessant. Vor allem diese schöne Einrichtung hier auch noch. Ich glaube, hier starte ich mal. Bin mir gar nicht sicher, ob ich das Haus schon gezeigt hatte. Oh. Oh. Ich will nichts kaputt machen. Aber ja, ich muss die Musik wechseln, deswegen mache ich das schon mal. Da habe ich nämlich die falsche an für die Folge dann. Alter, wie mein Musikplayer hier spinnt. Schon wieder alles nur am Lecken. Oh, ist ja unerträglich. Gut, dass ich es jetzt noch mache und nicht nachher erst. So. Ey, das lädt aber auch lange. Oh. Das ist ja furchtbar. Dieses ewige Gewarte. Oh. Gut, noch was. Ich guck erstmal, wie viel Speicher ich frei habe. Habe ich auch noch nicht überprüft. Na, gar nicht mehr so viel. Aber für die Snowbridge-Folge reicht's hoffentlich noch. Ich werde morgen wahrscheinlich gleich schneiden, Infinity, was ich vorhin aufgenommen habe. Ja. Kurz was essen. Hab ich da eigentlich nichts anderes mehr? Und wieso habe ich die... Ach, ich habe das nicht gesehen. Da leistet, deswegen habe ich es nicht weggepackt. Vielleicht kann ich das gleich essen. Na, mal gucken. Survival wieder.
Und ja. Ich bleib mal hier unten. Also danke fürs Zusehen. Die Hühner nerven natürlich hier, aber egal. Das geht schon. Und wir sehen uns im nächsten Stream. Aber das hier war der letzte von Snow Village. Schaut gerne auf Ickets vorbei, da gibt es noch Folgen. Auch vom Event und so. Sehr aufwendig geschnitten für mich. Also es ist viel Arbeit halt. Aber ja. Deswegen wäre es cool, wenn ihr vorbeiguckt. Und ich glaube hier, das Modpack hängt sich eh gerade auf. Deswegen ist es gut, wenn ich jetzt aufhöre.